So, hallo meine Freunde. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man eine Cooler Master Neptun 140 XL einbaut. Das heißt eine sogenannte Wasserkühlung, Fertigwasserkühlung. Ja, wie ihr seht, habe ich bis jetzt einen großen Luftkühler drauf, der bisher seine Arbeit auch gut verrichtet hat. Aber ich möchte einfach ein bisschen aufgeräumt Platz und ich finde, dass das einfach zu schwer ist und durch die Wasserkühlung wird das Board auch nicht so belastet. Weil ihr seht, ich habe mir das Sabatos von Asus geholt. Ist ein super Board, muss ich sagen, also absolut top. Aber heute geht es um den Master Cooler Neptun 140 XL. Ich werde ihn jetzt mal auspacken und dann fangen wir gleich mal an. Erstmal mit dem Ausbau des Luftkühlers und nachher den Einbau dann der sogenannten Wasserkühlung. Bis später. So, dann fangen wir mal an mit dem Ausbau des Luftkühlers. Wichtig ist immer, dass ihr euch vorher, wenn ihr am Computer arbeitet, mal erdet. Am besten mal an die Heizung fassen. Und ich persönlich ziehe dann auch noch Handschuhe vor. So, als erstes entferne ich mal den Lüfter. Am besten immer alles so auf Seite legen, dass nichts runterfallen kann. Das passiert schnell und dann hat man Dreck. Schon wieder was kaputt. Und ein Tipp von mir, benutzt gutes Werkzeug, gute Schraubenzieher, damit er die Schrauben nicht direkt kaputt macht. Also den Kühler kann ich 5-6 Mal umbauen, ohne dass die Schrauben kaputt gehen. Denn immer ein Schraubenzieher, der gut packt, dann bleiben auch die Schrauben erhalten. Nie mit zu viel Gewalt rangehen. Ich sage immer nach fest kommt los. So, da haben wir den Luftkühler schon raus. Der wird auch später wieder eingebaut, weil ich habe noch einen PC von der Frau. Der kommt also auf den PC dann drauf. Wird schön sauber gemacht. So, ich hoffe, man kann das sehen. Ja. So, bis jetzt noch die vier Schrauben lösen. Thank you.
So. Damit haben wir soweit alles gelöst. Jetzt müssen wir hinten die Grundplatte. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich hätte die Platte auch abmachen müssen. Ja, die Gehäuseplatte muss runter. Wer sich nach dem Gehäuse fragt, das ist ein Fraktal XL. Da ist die Platte. Oh, die brauchen wir nämlich nicht. Da haben wir nämlich eine neue bei dem Kühler dabei. Aber immer Teile, die man ausbaut, immer aufheben, falls man so ein Bocht mal austauscht und verkaufen möchte. Wenn alles wieder dabei ist, auch alle Schrauben, ist immer besser. Kriegt man auch ein bisschen mehr dafür, wenn man es verkaufen möchte. So. So, und hier haben wir sie. Die sogenannte Luftkühlung, Wasserkühlung, Entschuldigung. Nepton 140 XL von Cooler Master. Ja. So. Schauen wir mal, was alles dabei ist. Hier sind die Lüfter. Folie, Verpackung immer aufheben, gerade die ersten Wochen. Falls mal doch ein Umtausch sein müsste, kriegt man es, wenn man es original verpackt hat, besser umgetauscht. Ja, die Lüfter sehen sehr gut aus. Die haben sogar hier Gummiplatten. Das sind Gumminoppen als sogenannte Schwingungsdämpfer. Sehr gut verarbeitet, stabil auch. Ja. Die brauchen wir dann später. So. Dann haben wir hier das ganze Zubehör für Intel und AMD. Das sieht sehr gut aus. Haben wir sogar ein Y-Kabel dabei für beide Lüfter auf einen CPU-Anschluss, Fan-Anschluss zu stecken. 4-Pin und hier auch zweimal 4, einmal 4-Pin, einmal 3-Pin. Ja, hier sind nur 3 angeschlossen, hier sind 4. Ja, also hier kommt der Lüfter dran, der bläst, und auf dem schwarzen kommt der Lüfter dran, der zieht. So, müsste aber auch in der Bedienungsanleitung stehen, gucken wir gleich mal nach. So, dann sind hier drin Schrauben. Dann sind hier drin die Grundplatte. Hier steht drauf AMD, auf der Seite Intel. Das heißt, wenn man die anbaut, muss man es AMD lesen können. Also so. Abstandhalter und Klemmen. Hier haben wir auch nochmal Cooler Master CPU Wärmepaste. Ja, und hier sind die Halter mit Schrauben für Intel und AMD. Da kommen wir nachher zu. So. Dann haben wir hier. Runcy Information. Ja. Immer gut wegtun. Steckt man her wieder. Oder jetzt schon wieder die Verpackung rein. Brauchen wir nicht. Ja, und hier haben wir die Anbauanleitung. Ja. Das ist sogar direkt für AMD. Ja, die Seite ist für AMD. Hier sieht man auch gut. AMD lesen, Schrauben dann durchstecken und nachher kommt die Grundplatte so, dass man es AMD lesen kann. Ja. So. Und hier haben wir den Kühler. Oh ja,
schöne große Grundplatte. Da ist noch eine Folie drauf, die mache ich aber erst zum Schluss nachher ab. Sehr gute Schläuche, sehr dick auch. Und hier ist der Kühler. Ja. Sieht aus wie vom Motorrad. Ja. Aber wunderbar. CPU habe ich den FX8350 mit 4 GHz. So. Verpackung auf Seite. Ja, den Kühler können wir erstmal auf Seite. Wie gesagt, immer so legen, dass nichts runterfahren kann. Am besten immer auf die Erde legen. Da kommen wir jetzt erstmal zur Grundplatte. Dann nehmen wir uns wirklich die Bedienung hier mal zur Hand. So. Da ist also erklärt, Schrauben N, Klammern C. Weil Schrauben haben wir E, F, N, H, B. Gut, wir brauchen die N-Schrauben. Mit einem Flachkopf. Das sind die. Da ist ein kleiner Pfeil drauf. Die haben hier unten eine Nut. Und die rasten dann auch sehr gut ein. AMD sind die Stellen hier. Das wäre für Intel die äußeren. Die inneren sind für AMD. Und hier sieht man, dass die Schraube richtig einrastet. So, jetzt müssen wir noch gucken, wo die Klammern sind. Das sind wahrscheinlich die hier. Ja. Dann holen wir die auch raus. So, mach mal. AMD muss man lesen können. Schraube durch. Schraube durch. Und jetzt die Klammer drauf. Die Öffnung nach unten, weil da die Schraube sitzt. Und einmal drauf schieben. Ja. Das Ganze ist gut. Ja. Bisschen locker, klar, logisch. Man muss ja ein bisschen Bewegung drin sein, wenn man die anzieht. Wenn ein klein bisschen Spiel ist drin. Ist aber okay. Gut. Machen wir die Grundplatte fertig. Schraube rastet ein. Und Halter drauf. Einfach drauf schieben. Hier auch. Schraube drauf. Halter drauf. Fertig. Letzte Schraube. Na gut, dass da alle dabei sind. Ja, wir kennen ja alle ein Möbelhaus aus Schweden. Ja. Da sind ja mal nicht alle Schrauben dabei. Aber ich muss sagen, ich habe bisher Glück gehabt. Einmal. So, Grundplatte ist fertig. Die wird jetzt von hinten aufgesteckt. Ob jetzt so rum oder so rum, das gucken wir uns hinten an, wie die Plantine ist, wie der Platz hier mit der Öffnung ist. Da gucken wir uns an, wie das am besten passt.
So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir euch hier rumbekommen. So, die Grundplatte sitzt. Sieht man hier. Kommen sie raus? Ja. So, da sind wir wieder. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen den Lüfter auch ausbauen. Und ich habe hier so Stecklüfter. Ich zeige euch das mal. Es wird mit so einem Plastikteil gesteckt. Bei Be Quiet. Ja, andere Lüfter haben andere Halter. Aber das zeige ich euch vielleicht auch ein anderes Mal. Die kann man immer wieder verwenden und sehen wirklich gut aus und halten wirklich sehr, sehr, sehr fest. Unterlegscheibe, dieser Pin. Ja. Also hier oben noch einer. Und hier unten ist auch noch einer. Ja, das sind die Be Quiet Lüfter, die haben hier diese Gummiteile oder auch natürlich Hartkunststoffteile. Da kann man dann auch schrauben, wenn man möchte. Aber ich mache das hier mit diesen Pins, die sind dabei. Also wirklich tolle Lüfter. Aber vom Test her sind die besten vom Laufgeräusche her und meiner Meinung der Alpenföhn. Der B-Wings 2. Wenn die anderen schon alle stehen, beim Ausschalten läuft er immer noch. Also ein absolutes Top-Lager, super verarbeitet, sehr stabil, passt auch auf eine 120er Befestigung. Ist ein 140er, passt aber auf eine 120er, sind Adapter dabei, dann kann man auch dann die 140er Schrauben Abstände nehmen. Aber von der Lüfter, von den Lüftern her, von der Laufruhe her, also Spitze, auch die Anschlüsse, 4 Pin, plus nochmal ein Adapter dabei, dann kann man hier nochmal einen Lüfter anschließen. Also die sind wirklich absolut top, sind auch nicht so teuer. Das mal zu den Lüftern. Gibt so viele auf den Markt und ich habe auch so viele hinter mir. So, jetzt tragen wir natürlich noch mal ein bisschen Wärmepaste auf. Und bevor wir das machen, schaue ich mal, ob wir die alte Paste runternehmen. Ja, also immer ganz vorsichtig. Macht immer die Ecken sauber wenigstens, damit das nicht alles sich daneben drückt und ausläuft. Und wie gesagt, manchmal ist weniger mehr. Und das trifft auf die Wärmepaste auf jeden Fall so. Die Pasten, die manchmal schon aufgetragen sind, die sind so dick, dann hat man eine Riesensauerei. Wenn man dann wirklich mal den CPU wechseln möchte oder auch den Lüfter oder sonst irgendwas, dann hat man eine Sauerei, die kriegt man gar nicht mehr sauber richtig. Darum auch hier, ich mache die Ecken jetzt schön sauber und trage gleich noch mal ein bisschen was auf. So. Viele machen einfach nur einen Punkt in der Mitte und drücken dann den Kühler drauf. Ich gehe hin und verteile die. Das ist jeder so, wie er mag. Also man muss das nicht. Ich mache das so. Habe gute Erfahrung damit. Die lässt sich auch sehr gut verteilen, die Paste. So, überall ist Paste. Und dann können wir gleich mit dem Aufbau beginnen. So, den Lüfter habe ich jetzt abmontiert. Ich habe hier oben noch 240er Be Quiet Lüfter Zuluft, damit hier die frische Zuluft kommt und dann hier der neue Kühler die Luft sich nehmen kann, kühlen kann natürlich, vernünftig kühlen kann, nicht die warme Luft vom Rechner nimmt, sondern hier oben direkt Kaltluft reinkommt, Frischluft rein und hier die Frischluft dann noch wieder raus und kühlt damit den Prozessor. So, so sollte es sein. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Lüfter kriegen.
und im Kühler. Mal wieder eine Schraube gefunden. So, die alten Halter, die kommen natürlich mal auf die Seite. Das Schöne ist bei dem Cooler Master 140 XL, dass man auch 120er Lüfter aufbauen kann. Das heißt, wir haben also hier die Möglichkeit, nachträglich, hier sind die Halter, hier sind die Punkte, die oberen Ecken für 140er und hier unten sind die Punkte für 120er Lüfter. Das heißt, man kann auch 120er Lüfter installieren. Wer also sagt, ich habe noch Lüfter zu Hause, naja, oder sollten die mal ausfallen oder kaputt gehen, dann kann man natürlich auch 120er nehmen, wenn man die hat. Gut. Jetzt sehe ich gerade hier an dem Lüfter. Da ist was. So. Ja, da war das. Da war hier das. Gummi hatte sich ein bisschen gelöst. Nur für das Andrücken. Finde ich aber toll mit den Gummis. Ja. Liegen nirgendwo dann am Rahmen an oder am Gehäuse, sodass Schwingungen übertragen werden. Also schon sehr, 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 sehr gut. Ja. So. Ja, die haben natürlich hier in der Abbildung jetzt einen Lüfter draußen, einen drin. Das mag ich ja noch nicht, dass ich jetzt einen von außen montiere. Nee. Nee, nee, ich montiere also beide von innen. Ja. So, der kommt so. Dann kommt der Kühler. Ich mache den so rum. Also. Ich montiere mal gerade den Lüfter auf. Haben wir hier zwei verschiedene Schrauben. Mal gucken, welche die längeren sind, welche die kürzeren sind oder ob die gleich sind. So, hier haben wir also 1, 2, 3, 4, 8 Schrauben. Dann nehme ich mal an. Ja, die kommen also direkt auf den Lüfter. Die sind etwas länger und die kommen dann mit dem Gehäuse noch zusammen. So. So, auch gucken, wo die Lüfteranschlüsse sind. Ja, ich habe zum Beispiel ja hier oben an Bord 3 Anschlüsse, 4 sogar. Also werde ich die nach oben legen, so dass ich auch einen kurzen Weg habe für da hoch. So, das sind 140er Lüfter, also auch hier die 140er Schrauben. Weil ich kann auch an dem Gehäuse 120er Lüfter anbringen. Weil eben der Be Quiet war ein 120er Lüfter. So, der 140er hier, der passt aber wunderbar. So, das ist natürlich ein bisschen Fummels Arbeit. Man kann den jetzt so, das nach unten, ja, so. Ich werde mal versuchen, dass ich eine Schraube schon mal festkriege. Ja, eine ist schon mal, ja, zweite auch. Ja, dritte auch. Und die vierte.
Naja, wenn jetzt noch Gummidichtungen dabei wären, ein paar Gummiunterlegscheiben, könnte man unter diesen Schrauben, sonst überträgt sich die Vibration je nachdem vom Kühler auf die Schrauben. Ja, man sollte natürlich auch volle Batterien haben, wenn man sowas aufnimmt, ne? Jawohl. Also, der Kühler mit den längeren Schrauben von hinten durchs Gehäuse, hier zwischen der Kühler, der Lüfter, dann der Kühler und jetzt hier vorne werde ich dann gleich den zweiten Lüfter anbringen. Aber Platz genug habe ich, aber ich werde erst den CPU-Kühler draufsetzen. Ja, und den setzt man so drauf, weil das Logo Cooler Master ist beleuchtet. Setze ich den so drauf. Ich werde den so draufsetzen. Dafür brauchen wir aber natürlich die Halter für AMD. Das sind diese Halter. Die werden dann jetzt so aufgesetzt. Ja. Da habe ich schon mal geguckt. Ja, genau so. Ja, so ist richtig. So, dass die nach unten zeigen. So, auch hier. Kleiner Schraubenzieher nehmen. Das sind die kleinen schwarzen Schrauben. Ich hatte mal einen ganz schlauen Herrn. Der hat mal damals zu mir gesagt, einen guten Handwerker erkennt man an seinem Werkzeug. Und da muss ich sagen, der Mann hat absolut recht. Nicht immer. Ich meine, es gibt auch gute Handwerker, die natürlich das Geld nicht haben, sich das zu kaufen. Aber wenn man einen Handwerker ins Haus bekommt, dann sieht man am Werkzeug schon, was er kann. Weil jeder, der seinen Job mag oder ja, vernünftig macht, der guckt auch, dass er vernünftiges Werkzeug hat. Wir Hobbybastler, naja. Das sage ich mal so, da tut doch mal eine normale Bohrmaschine, wenn sie aus dem Discounter ist. Für das Loch, was wir mal bohren. Ja, es sei denn, man kriegt günstig Qualitätswerkzeug. Dann sollte man ruhig zugreifen. So, damit haben wir jetzt gleich, nein, der hat noch nicht gepackt hier, da stimmt was nicht. So, jetzt immer gucken, dass die Schrauben richtig packen, dass der Abstand auch richtig da ist. Wenn man sich nicht sicher ist, so wie ich jetzt auch gerade, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das... Dann nochmal die Schraube lösen und nochmal festziehen. So, jetzt kann man gucken, ob sich da was geändert hat. Ja, hier merke ich schon, ist die Platte jetzt tiefer gekommen. So, sieht gut aus. Ja. So. So wird er jetzt gleich draufgesetzt. Und dann gibt es hier 1, 2, 3, 4 Schrauben. Wir brauchen die Distanzhalter nicht, wir brauchen die Adapter nicht und die 4 Schräubchen. Guck ich mal, das sind silberne. Das waren jetzt schwarze.
Da steht H, Schraube H, Schraube H. Dann haben wir auch Schraube B. Tja. Das sind Kreuz, das sind auch Kreuz. Die haben einen Flachkopf. So. Die sind abgerundet. Die haben einen dickeren Kopf. Die könnten dann die H sein. Also hier wechsle ich, glaube ich, doch nochmal die Schrauben. Was, wenn man zwei die gleichen Schrauben hier drin hat? Ah, jetzt. Ja, die greifen. Ja. Obwohl es sah gut aus. So hätte man sich jetzt vertun können. Also, ne? Dann hätte der Kühler überhaupt nicht festgesessen. Weil die Schrauben sind fast identisch. Die sind schwarz, die sind silbern. Aber ist doch ein Unterschied. Die gehen leicht rein. Und packen direkt das Metall hinten, dann zieht die Platte sich auch komplett hier an. Ja, wo ich mir gerade eigentlich schon unsicher war. So, also aufgepasst bei den Schrauben. Ist doch kaum hervorzugehen. Ich zeige euch mal die, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, Kreuzschlitz. Schwarz und hier Silber, auch Kreuzschlitz. Also doch, aber man merkt, da ist wohl ein anderes Gewinde drauf. Und die ziehen sich doch direkt ganz anders an. Ja, passt ganz anders. Ja, viele fragen sich wahrscheinlich auch mit Magnetschraubenzieher. Ja, wenn ich damit nicht gerade über die Blandine fahre, ist das okay. Aber sonst ist das eine große Fummelei. Wenn man so ein bisschen den Datterich hat. So, jetzt. Wie gesagt, fest ja, aber mit Gefühl. Ja, jetzt liegen die auch hier an. Hier, da. Jetzt liegt die Platte richtig an. Da war vorher Luft. Und da habe ich schon gedacht, das kann irgendwo nicht stimmen. Ja, jetzt ist das okay. So, jetzt haben wir die Halter dran. Der Kabel, der kommt nachher nach oben und nach unten, weil ich glaube, so wie ich das gelesen habe, sind hier auch nur drei angeschlossen. Der kommt auf einen ganz normalen Lüfteranschluss. Oder wer ein Netzteil hat, mit einem Adapter einfach ans Netzteil, da kommen einfach nur 12 Volt drauf. Ja? Und die Lüfter vom Kühler, die kommen an den CPU-Anschluss. So, jetzt machen wir mal die Folie runter. Ich gucke noch mal gerade, ob wir alles jetzt soweit korrekt haben. Die haben wir angebaut. Das haben wir auch. Ja. Ja, hier kommen aber trotzdem auch die Adapter noch drauf. Das sind die Adapter. Die kommen noch drauf. Und die gehen hier größer. Oben schmäler, auch hier aufpassen, das große Teil zuerst. So, dann packen die genau da oben drauf. Also, der großen Öffnung zuerst. Große Öffnung, wenn wir sie andersrum, da gehen sie auch nicht drauf. Also gehen auch nur
so drauf. Das ist zuerst die große Öffnung. So. Na, die Kamera schaltet sich ab und zu mal aus. Muss ich wohl nachher zusammenschneiden. So, und jetzt mache ich die Folie ab. Eine schöne, große Auflagefläche. Schaut mal hier, ich zeige euch mal den Kühler, der auch sein Geld gekostet hat. Aber guckt mal hier die Platte, die Kühlplatte. Auch schon ein Unterschied. So. Jetzt haben wir die vier Kontermuttern. Jetzt setze ich den auf. Ja, da muss man von hinten doch ein bisschen gegenhalten für die ersten zwei Schrauben, die man da hat. So. Dann kann man die so. Und anziehen am besten immer über Kreuz, wie beim Auto. Ich werde mir aber gleich trotzdem einen Schraubenzieher dazu nehmen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ein Schlitzschraubenzieher. Ja, wer die Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Ne? Ja, hier liegt er. Wie gesagt, zu dick. Versuchen wir den kleinen. Wie gesagt, wenn es geht. Über Kreuz. Das Teil sitzt super. Ja,
Sitzt richtig gut. So. Hier unten habe ich den Lüfter. Hier haben wir noch einen 3-Pin frei. Dafür nehme ich jetzt den. Ne, das ist gar kein. Das ist Sockel. Ich habe hier noch einen 3-Pin. Dann werde ich die tauschen. Werde hier den oberen Lüfter anschließen. Weil das ist CPU-Opt. Und da bin ich mir nicht sicher, dass das so funktioniert, dass die Pumpe durchläuft. Und hier, da bin ich mir sicher, das ist ein ganz normaler CAH-Fan-3-Anschluss. Ja, und das Kabel, das kann man ja noch schön verlegen. Gucke ich mal, dass ich mir das hier durchdrücke. Mit den Zetteln schon. Ob ich die dran lasse, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, gut. So. Dann haben wir jetzt den nächsten Lüfter. Wie gesagt. Einmal Luftdurchfluss. Auch hier. Den Anschluss nach oben. Den haben wir auch so rum. Ja. So, und jetzt reichen die kürzeren Schrauben. Man fühlt, es ist immer so eine Sache mit dem Anziehen. Das ist wirklich eine Gefühlssache. Wenn man sich nicht sicher ist, lieber eine Umdrehung wieder mal abdrehen. Ja. Die ging aber schwer rein. Also wenn das Gewinde sowieso neu ist, alles. Dann geht sowieso alles immer ein bisschen schwieriger. Ah, jetzt merke ich, hier hinten kann ich auch noch was nachziehen. Ja. Damit das gute Stück auch nicht wackelt. Wer sich nicht sicher ist, noch mal eine Umdrehung losdrehen, dann sieht man, kommt da wieder ein Stück, aha, und dann passt, aber der sitzt.
richtig gut. Der sitzt richtig gut. Ja, der sitzt toll. Jetzt haben wir das Y-Kabel noch. Wie gesagt, den vorderen. Wie gesagt, den vorderen Lüfter. Auf den braunen. Der hat nämlich 4-Pol-Anschluss. So. Und den hinteren, den mache ich mal auf den 3-Pol-Anschluss. So. Müsste ja auch irgendwo in der Anleitung noch beschrieben sein. Wollen wir hoffen. So, nehmen wir mal die Seite. Ah, hier ist. Hier kommt. Nehmen wir sie richtig rum, dann kann man sie lesen. Ja. Also, 4 Pin. Ja, ich könnte die auch direkt aufs Board stecken. Platz hätte ich. Aber ich möchte auch, dass sie nicht die ganze Zeit laufen. Und wenn man die über die CPU-Steuerung laufen lässt, dann laufen beide gleich. Ist auch nicht so wirklich beschrieben. Ja. Man hat hier 4 Pin auf Bord. Ja. Und dann hat man hier 4 Pin mit dem Y-Kabel beide. Also wenn man 2 Lüfter hat, vielleicht gibt es die Ausführung auch mit einem Lüfter oder eine kleinere Ausführung, die hat nur einen Lüfter und dann wahrscheinlich so. Ich mache es mit den Y-Kabel, dass beide gleich laufen. Ja, die Kabel, die werden wir nachher, oder das mache ich jetzt schon. Einmal. Ja, wenn man so ein tolles Gehäuse hat, also das Gehäuse ist auch absolut top. So. Dann kann man das da rein. Und auf der Seite wieder rein. Schon ist es aufgeräumt. So, viele werden auch denken, warum der sich die ganze Arbeit angetan hat. Er hat da einen riesen Kühler drauf gehabt. Lief hier auch stabil. Ja. Stimmt. Aber ich bin der Meinung, wenn man so ein schönes Board hat, das habe ich ja auch neu, und wenn hier in der Mitte so viel Schweres dran hängt, dass das auf Dauer nicht gut ist für das Board. Und darum, das ist doch hier kein Gewicht jetzt mehr. Ja? Gewicht hängt hier am Gehäuse und am Board, da hat man nicht mehr, dass da alles so ein bisschen drückt und, ne? Ich meine, die hat ja noch ein relativ, naja, auch schon gut, sehr guten, muss ich sagen, aber war auch Testsieger. Aber wie gesagt, das Gewicht. Und ich habe ja auch 2 Lüfter dran gehabt, nicht einen Lüfter. Der ist auch vorgesehen, die Klammern sind dabei für 2 Lüfter, also für den Durchzug. Genau wie jetzt hier bei dem Kühler auch. Und ich sag mal so, also vom Preis her, ja, war jetzt ja 30% schon mehr. Gut, ja. Aber naja. Jeder hat sein Hobby. So. Und da wollen wir gleich mal anschließen. Und dann wollen wir gucken, ob es läuft. Und wie die Temperaturen werden. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, da sind wir jetzt. Alles wieder angeschlossen. Bisschen Licht machen. So, da ist die Steuerung. So, nochmal mein Gehäuse, Deckel ist drauf von hinten, die Lüfter hier oben, ja, alles gut angeschlossen, verbunden. So, dann werden wir jetzt mal den ersten Start machen.
Logo leuchtet. Die Lüfter drehen. Wir schauen gleich oben mal, wie es aussieht. So, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also ganz minimal höre ich die Pumpe. Und jetzt ist auch noch das Gehäuse offen, wenn ich es gleich zumache. Die Lüfter. Also auch kaum Geräusche. Also ich habe es mir ja nicht geholt, weil ich es leiser haben wollte. Weil der steht bei mir sowieso im Keller. Also hier, guckt, da gehen die Leitungen nach oben. Obwohl zwei Rechner, also da steht noch ein Rechner. Da gehen die Leitungen nach oben. Also oben habe ich überhaupt keine Geräusche. Denken viele, ja, warum kauft ihr eine Wasserkühlung? Habe ich schon mal erwähnt. Nur wegen dem Bock, damit es nicht so schwer da rumhängt. Ja, einfach um das Bock auch zu entlasten. Naja, man muss auch nicht immer einen Grund für alles haben. Ich finde es gut so. Also wer noch mal Interesse hat an dem Gehäuse, ist ein Fraktal. Wie gesagt, hier oben die ganzen Anschlüsse. Die Türe kann man öffnen. Eine eigene Lüftersteuerung hat er auch mit drei Lüftern. Die verbirgen sich hier für die Festplatten. Vielleicht mache ich da auch mal ein extra Video, damit man sehen kann. Da sitzen auch 240er Lüfter. Ja, damit der schöne Durchzug da ist. Aber die Pumpe. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Wir müssen das gleich mal auf dem Video hören. Ganz minimal. Ich werde auch gleich mal das Gehäuse zumachen, damit ihr mal dann vielleicht die Geräusche, wenn ja oben stehen hat, wenn ja neben sich stehen hat, der will ja nicht da so einen riesen Krach haben, ne? Na gut, bis gleich. So, jetzt sind wir mal oben. Wie ihr seht, also ich habe hier keinen Rechner stehen, ne? Hab zwei Arbeitsplätze hier und hier steht nirgendwo ein Rechner. Die stehen, wie gesagt, im Keller. Ne, habe aber auch hier alles angeschlossen. Alles, was man braucht, ist hier oben. Ja, so. Da wollen wir uns die Temperatur mal angucken. Gucken, ob ich das eingefangen kriege. Der läuft jetzt circa 5 Minuten, 10 Minuten. Und die CPU-Temperatur beläuft sich auf 26 Grad. Die Mainboard auf 31 und so weiter. Ja. Wie gesagt, super Temperaturen.